Was das Verhältnis Deutschland-Polen betrifft, was ja in der Vergangenheit so extrem stark belastet war von 1945, ist es natürlich noch mal wichtiger, Städtepartnerschaften zu haben, um das gemeinschaftliche Verständnis zu verbessern, um zur Aussöhnung beizutragen, um deutlich zu machen, das, was es in der Vergangenheit an Gegeneinander gab, das gibt es nicht mehr. Jetzt steht das Miteinander im Zentrum und deshalb ist es sehr gut, dass Bremen und Danzig 1976 in einer Zeit, als der Kalte Krieg noch da war oder nicht lange zurücklag, zu zeigen, es gibt diese Zusammenarbeit auch über den Eisernen Vorhang hinweg. Ich bin in Polen geboren. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Ich bin praktisch eine Verbindung zwischen diesen beiden Ländern. Es gibt in Bremen einige Akteure, die sich für die Verständigung zwischen Polen und Deutschland engagieren. Der größte davon ist die Deutsch-Polnische Gesellschaft, auch der älteste. Und es ist halt besonders wichtig, dass das sichtbar wird, dass die Menschen eben dort agieren, ja, dass sie wirklich ehrenamtlich sich dafür einsetzen, dass diese Verbindung, diese Nähe, dieses Proeuropäische lebt. Ich bin 1981 erstmalig konfrontiert worden mit der Idee, die Bremer Pfadfinder könnten doch mit den polnischen Pfadfindern eine gemeinsame Sache machen oder sich austauschen mit Ferienmaßnahmen und so weiter und so fort. Der damalige Bürgermeister Hans Koschnik sagte, Rainer, ich war so oft bei den Pfadfindern in Polen, also in Danzig speziell, und das ist ja so, das ist eins zu eins wie bei euch. Daraufhin musste ich ihn zunächst mal belehren und sage, die Pfadfinder ist von der Geschichte her, ist Polen schon Mitbegründer der Pfadfinderbewegung auf Weltebene. Aber im Moment ist Polen nach wie vor ein kommunistisch regiertes Land. Spannend war es trotzdem, besonders die Bilder, die uns Hans Koschnik dann immer wieder von seinen Aufenthalten brachte. Die glänzten die Augen, wenn man die Zeltlagerplätze sah. Das reizte schon. Und deswegen habe ich dann irgendwann oder mit unseren Gremien haben wir gesagt, wir versuchen es einmal. Mit unseren Partnern in Bremen zu kooperieren oder zusammenarbeiten, war sehr wichtig für uns, weil wir haben viele, viele Möglichkeiten gehabt, um viele Sachen neue Sachen kennenzulernen, Erfahrungen austauschen und auch große Hilfe, die damals wir in der Solidarność-Zeit, wie Sie wissen, hatten wir keine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel auch einige Sachen zu kaufen, weil das in Geschäften war alles leer und so. Und hatten wir große Hilfe auch aus Bremen bekommen. Was ich immer oder ganz toll fand, ist auch diese Kommunikation unter den Jugendlichen, diese Vorurteile abbauen. Und ich habe so ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir hatten ein Mädchen in einem Lager in Polen mit, die ein bisschen, ja, sag mal, sie war behindert. Die hat so viel Selbstbewusstsein auch da erlebt. Die haben die auf Sachen mitgenommen, auch zu Aktivitäten und so weiter. Die haben sie, und das war immer für mich damals, als das hörte, ein Schock, über einen Fluss Seile gespannt. Der war zwar nicht sehr tief und alle mussten sich am Seil darüber hangeln, und das haben die bei Christina auch gemacht. Ich als Erwachsener hätte das nie zugelassen, aber die kamen anschließend an und sagten, wir haben schon die Verantwortung, wir haben gewusst, dass sie das schafft, und drüben hat sie natürlich vor Erschöpfung geweint. Und kam anschließend an und sagt, Christa, das glaubt mir keiner, auch in der Schule darf mein Lehrer dich anrufen, dass ich das wirklich geschafft habe. Und solche Sachen und die Freundschaften, auch die zwischen diesem Mädchen und den polnischen Pfadfindern entstanden sind, ich denke, das ist ein höchstes Gut. Wir haben diese Städtepartnerschaft, wir haben zwar diese Globalisierung, aber es gibt auch viele Probleme. Und über die Städtepartnerschaft kann man natürlich an ein Land und an eine Stadt näher herangerückt werden. Ja? Man hat also diesen persönlichen Bezug, man hat die Möglichkeit, eben auf Bürgerebene ein Land kennenzulernen. Es sind viele politische Dinge, die mir natürlich nicht gefallen an der Stelle. Aber ich muss immer wieder, wenn es hart wird in den Gesprächen, sage ich, Peace ist aber gewählt worden. Peace ist nicht rübergeschwappt
in unsere Partnerstadt. Die politische Situation ist angespannt und schwierig. Aber ich finde, nur weil sich die Politik voneinander entfernen muss, nicht bedeuten, dass sich auch die Menschen voneinander entfernen. Ja? Und dafür tun wir alles, damit das eben nicht passiert. Wir möchten die Menschen eben auf einer anderen Ebene zusammenbringen und hoffen auf bessere Zeiten, damit auch das etwas erleichtert. Der proeuropäische Gedanke, der muss halt in den Köpfen ganz, ganz fest verankert sein. Es ist natürlich nach wie vor das Ziel, sehr gute Beziehungen zwischen Polen und Deutschland zu haben. Da hat sich ja nichts dran geändert. Und selber die grundsätzliche Tendenz und Strategie der Aussöhnung, der Zusammenarbeit, die wird ja nicht dadurch in Frage gestellt, durch tagesaktuelle Entwicklungen und wer gerade mal die Regierung stellt. Ja, da gibt es Reibung und richtige Auseinandersetzungen zwischen Danzig und der Zentralregierung. Und da kann Bremen sich auch nicht neutral verhalten. Denn wir halten zu unseren Freundinnen und Freunden in Danzig und wir unterstützen die auch in der Auseinandersetzung mit ihrer Zentralregierung, so wie die Danziger uns auch unterstützen. Nun haben wir nicht so viele Auseinandersetzungen mit unserer Zentralregierung. Aber letztendlich ist das ja eine Freundschaft, die sich nicht nur in guten, sondern auch in schwierigen Zeiten bewähren muss und auch bewährt.